Hallo liebe GC-Fans, ich bin der Lars Huhn und ich freue mich im Stadion zu sehen. Auf GC! Hoi Lars, herzlich willkommen bei GC. Du kommst gerade vom Training. Wie läuft es in der Vorbereitung allgemein? Erstmal hallo Nico. Ja, sehr gut. Also, es war am Anfang sehr streng. Ich habe mich da noch ein bisschen einleben, zuerst im neuen Club. Aber mit der Zeit ist es super gegangen. Die Trainings sind auch nicht mehr allzu streng, wie sich daran gewöhnt hat. Du kennst sicher einige Spieler schon aus den U-Auswahlen bei den Nazi. Wie hast du dich eingelebt im Team? Ja genau, das ist der Petar und der Nedim. Sie haben mir sehr gut geholfen da. Eigentlich, jeder hat mir sehr gut geholfen. Ich konnte zu jedem gehen, wenn ich eine Frage hatte oder ein Problem. Und sie haben mir alle sehr gut weitergeholfen. Du hast vor einem Zeitchen auch Angebote aus der Bundesliga gehabt, hast dann aber deinen Lehrabschluss stärker gewichtet. Wenn du jetzt heute zurückschaust auf die Entscheidung, was denkst du dabei? Ja, am Anfang hat es sicher ein bisschen weh, dass ich nicht da gehen konnte. Aber schlussendlich war es eine sehr gute Entscheidung, dass ich die Lehre trotzdem fertig gemacht habe und jetzt hier bei GC weitermachen kann. Was sind deine Ziele da? Möglichst schnell hier durchsetzen. Also klar, das erste Jahr ist also ein bisschen beissen, ein bisschen unten durch mit U21 spielen. Ja, und dann im zweiten Jahr probiere ich dann angreifen. Super, danke vielmals.